Zum Ei, Rührei, mache ich ganz gerne einfach so Schnittlauch. Nee, nicht Schnittlauch. Wie heißt das nochmal? Lauchzwiebeln, Bruder. Lauchzwiebeln sind das, genau. Hey, liebe MyProtein-Family, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von MyProtein. Ich bin Julian und werde euch heute meinen Kühlschrank zeigen, den ihr im Anschluss bewerten könnt. Wenn ihr auf dem Kanal noch kein Abo dagelassen habt, dann macht das doch ganz herzlich, dass wir auch zu den 10.000 Abonnenten ganz bald kommen. Einen Daumen könnt ihr auch da lassen und Notification Gang, we're lit. Ich persönlich habe so ein Video noch nie gedreht, weiß also nicht, was da jetzt auf mich zukommt. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal an und schauen mal in meinen Kühlschrank rein. Ich habe jetzt mal so einen ganz normalen Einkauf gemacht, wie ich ihn immer mache. Das schaut also nicht irgendwie extra aufgeräumt aus oder irgendwas. Und ich nehme mal eine Sache raus, die ich eigentlich sehr, sehr häufig esse. Das kennen wahrscheinlich die meisten Fitnessbegeisterten von euch. Das ist einfach Magerquark. Ich achte hier drauf, dass ich meistens einen nehme, der bio ist. Um einfach den Tieren vielleicht damit einen kleinen Gefallen zu tun und der Umwelt auch. Magerquark hat viel Eiweiß, brauche ich euch wahrscheinlich nicht allzu viel dazu sagen. Der hier hat jetzt zum Beispiel 12 Gramm auf 100 Gramm, so eine Packung vernichtet er mal ordentlich am Tag. Gerne auch vom Schlafen gehen, hat viel Casein, ist ein langverdauliches Eiweiß, also da kann der Körper super beim Schlafen Muskeln aufbauen und das Eiweiß langsam verdauen. Das Ganze kombiniere ich extrem gern mit Blaubeeren. Also ich habe dann hier mal noch so ein bisschen Blaubeeren, die geben mir ein bisschen Mikronährstoffe, kann man auch als Frühstück machen, haut sich super. Ein bisschen Flavor Drops dazu von MyProtein und das Ganze dauert 30 Sekunden zum Zusammenmixen und dann habt ihr da eine super Mahlzeit. Wenn wir schon bei den Proteinquellen sind, dann kommen wir mal noch zu einer veganen Proteinquelle. Die befindet sich ein bisschen weiter oben bei uns. Also da haben wir verschiedene Sachen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal so Tempeh. Jeder, der schon mal von euch in Bali war oder so, der wird das wahrscheinlich kennen. Tempeh ist fermentiertes Tofu, ist also auch wirklich eine tolle Proteinquelle. Hat hier in dem Fall auf, in dem Fall hat das 17 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm und hier so veganer Aufschnitt. Ja gut, gönne ich mir jetzt nicht so oft, aber ab und zu, wenn ich mal Aufschnitt esse, dann esse ich kein Fleisch, weil wir kaufen bei uns zu Hause kein Fleisch. Ich esse das immer nur auswärts und dann gibt es da so einen veganen Aufschnitt. Die Umwelt und die Tiere werden danken. Dann kommen wir zu einer Sache, die wahrscheinlich die wenigsten von euch hier auf dem Kanal von MyProtein oder auch von einem Sportler generell erwarten würden. Aber auch ich trinke de facto ab und zu mal... Ja, moin. Gleich mal den Kühlschrank kaputt machen. Vielleicht schon, ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Flasche hier schon so halb leer ist. Die Leute, die mich kennen, die wissen das. Also ein Glas Wein oder so am Abend geht absolut in Ordnung, auch wenn man Sport macht, immer in Maßen. Das ist ähnlich mit Schokolade oder so. Also wenn ihr jetzt eine ganze Tafel Schokolade esst, ist das natürlich nicht so gut. Eine ganze Flasche Wein ist auch nicht so gut. Aber ein Stück Schokolade oder ein Glas Wein bringt euch bestimmt nicht um. Viel gesünder hingegen sind zum Beispiel so Sachen, das habe ich mir geholt vorhin, hier so ein frisch gepresster Orangensaft, das gibt es in manchen Supermärkten, feiere ich extrem, weil ich finde, man schmeckt den riesigen Unterschied, ob man sich jetzt so einen 0815 Orangensaft holt oder ob man den selber presst oder wenn man faul ist, so wie ich, dann so ein Ding holt. Kostet in dem Fall, glaube ich, 6 Euro, also man spart sich halt die Arbeit, aber noch besser ist es wahrscheinlich, wenn man das Ganze selber macht. Dann habt ihr auch die ganze Arbeit mit dem Saubermachen. Viel Spaß dabei. Was ich euch hier schon gezeigt habe, war ja das fermentierte Tofu. Was auch fermentiert ist, sind so Sachen wie Kombucha. Jeder, der schon mal in den USA war, wird das wahrscheinlich auch extrem kennen. Werden wir mal probieren. Das ist eigentlich super für die Verdauung und für den Körper generell. Der schmeckt super, aber gerade in Deutschland ist es schwierig, so einen richtigen Kombucha zu bekommen. Also die Leute, die in den USA oder sowas schon mal oder sowas selber gemacht haben, die wissen, wie sowas schmeckt, wenn das wirklich richtig fermentiert ist und der Pilz richtig kickt. Zap, zap. Jetzt haben wir so viele Getränke, dann machen wir gleich bei den Getränken weiter. Hier auch eine Sache, die immer kühl stehen muss. Digga, brauche ich dazu irgendwas sagen? BCAA-Drink schmeckt ein bisschen wie ein Getränk, was ihr vielleicht kennt mit einer ähnlichen Farbkombi. Und jetzt, Regie, wo ist das Mikrofon? Hier, das hier? Jetzt gibt es ASMR, meine Freunde, für euch. Meine Lieben. Oh, Digga. Jawohl, da stehe ich mit meinem Namen. Digga, das ist einfach nur geil. Also so ein Drink hat ordentlich Koffein. Kann man sich mal zwischendurch easy gönnen. Man hat noch ein bisschen BCAAs, die für den Muskelaufbau gut sind. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Und bevor man im Supermarkt da irgendein Getränk kauft mit viel Zucker, trinke ich lieber sowas. Das kann man auch super vom Training trinken, also einfach eine sehr, sehr tolle Sache und es schmeckt wirklich top. Und also, dass das im Kühlschrank gehört, brauche ich wahrscheinlich nicht erzählen, also trinkt das auf keinen Fall warm. Ist einfach viel, also das macht den Effekt einfach kaputt, es ist schon in der Dose, Leute. Kommen wir zu der nächsten Sache. Ich habe euch ja schon gezeigt, dass ich viele vegane Sachen daheim habe. In dem Fall habe ich jetzt hier noch von Silvester, da haben wir Pizzen gemacht. Und ich empfehle euch eher anstatt normalen Käse oder normalen Parmesan, so die vegane Alternative zu kaufen. Auch hier wieder besser für die Tiere und auch besser für euch, denn die haben weniger Kalorien, bessere Nährwerte. Normaler Parmesan hat extrem viel Fett, knallt also ordentlich rein. Die vegane Alternative hat weniger Kalorien, besser für Diät, besser für euch. Probiert's mal aus, schmeckt gar nicht mal so schlecht. Eine Sache, die natürlich auf keinen Fall fehlen darf,
in dem Kühlschrank, wenn man Fitness macht, und auch ich kann darauf nicht verzichten. Eier. Eier. Wir brauchen Eier. Ich kaufe auch immer gleich eine 10er-Packung, weil die gehen ratzfatz leer. Immer gucken, dass sie nicht kaputt sind oder sowas. Für mich gibt es immer Bio-Eier, seitdem ich ein kleines Kind bin. Ich habe da schon irgendwie immer so ein Ding gehabt. Damals gab es noch Käfighaltung. Also investiert einfach die paar Euro mehr. So normale so Massentierhaltungseier kosten irgendwie 1 Euro, 2 Euro. Das kostet 1, 2 Euro mehr. Und hier ist noch besser. Bruderhahn-Ei. Bruder, du wirst heute nicht umgebracht. Kennt ihr das, wenn man einmal eine Soße angebrochen hat und man hat gedacht, irgendwie man braucht die zum Grillen oder so? Und dann endet das Ganze so? Also bei mir ist das irgendwie immer so, ich breche so ein Ding an, mache es irgendwie nie gefühlt leer. Aber so Tomatenketchup ohne Zucker ist natürlich eine tolle Sache. Generell Soßen, habe ich auch gelernt, sollte man lieber die teureren Sachen kaufen, weil die meisten Sachen, die da so 0815 Marken sind, schmecken auch 0815. Eine Sache, die ich hier gerade noch sehe, ist das hier. Und das hier, das mache ich gerne in eine Miso-Suppe. Also jeder, der vielleicht asiatisch oder so ab und zu bestellt, Miso-Suppe, Seidentofu, schmeckt mir persönlich noch viel besser als normaler Tofu. Seidentofu ist viel weicher, hat auch Tofu wieder viel Eiweiß. Wie ihr merkt, versuche ich neben dem tierischen Eiweiß auch viel pflanzliches Eiweiß reinzubekommen. Und natürlich dürfen auch die Mikronährstoffe nicht fehlen. Zum Ei, Rührei, mache ich ganz gerne einfach so Schnittlauch. Wie heißt das nochmal? Lauchzwiebeln, Bruder. Lauchzwiebeln sind das, genau. Und jetzt passt auf, für die ganz, ganz Faulen unter euch. Vergesst normale Zwiebeln, vergesst normale Paprika, nehmt diese Zwiebeln und nehmt diese Paprika. Wisst ihr warum? Die hier macht ihr einfach so zack, 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 geschnitten. Müsst ihr nicht irgendwie irgendwas in der Mitte rausschneiden, hier müsst ihr nicht irgendwas schälen. Ihr macht einfach zapp, 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 zapp. Habt ihr Zwiebeln für euer Ding. Geht einfach viel schneller, Digga. Und wenn man schneller kochen kann und weniger Aufwand hat, ernährt man sich auch mehr gesund. Auch nicht fehlen darf natürlich sowas wie Blattspinat, hat viele Aminosäuren. Schmeckt gut, kann man gut in Smoothie machen, kann man generell gut Salat machen. Einziger Nachteil, vielleicht kennt ihr das, ihr haut so eine ganze Packung in die Pfanne rein. Was bleibt übrig? Circa so viel davon. Also das fällt immer übelst zusammen. Ja, eine Sache haben wir hier noch. Hier ist noch Rosmarin drin. Den habe ich eigentlich für einen Gin Tonic gekauft. Also das ist super gut für Muskelaufbau und Gehirnzellenabbau. Darf einfach bei einem Drink nicht fehlen oder so generell. Man kann es auch für Kartoffeln nutzen. Nutzt das, wofür ihr wollt. Rosmarin ist eine feine Sache. Ja, und Wodka wird zum Beispiel auch aus Kartoffeln gemacht. Zwei Sachen zeige ich euch noch kurz aus dem Tiefkühler. Ich habe so ein Emergency-Fach, falls alle Stricke reißen und ich einen schlechten Tag hatte. Hier eine Tiefkühlpizza und meine Kombi dazu. Digga, so Mochis. Mochis, so Grüntee-Mochis und Pizza. Beste Kombi, wenn man wirklich einen schlechten Tag hat. Hat viel weniger Kalorien als ein Ben & Jerry's oder sowas. Kosten echt nicht wenig, deswegen bleiben die auch lieber da drin. Und nur wenn ich es wirklich brauche für den Notfall, dann kommt das zum Vorschein. Hier Pizza Tonno für ein bisschen extra Eiweiß. Thunfisch hat viel Eiweiß, wisst ihr wahrscheinlich. Deswegen nehme ich das meistens als anstatt Salami-Pizza oder irgendwas. Zack, so. Den trinke ich aber jetzt noch aus. Und das war's dann auch mit meinem Kühlschrank. Das heißt ja Rate My Fridge. Also jetzt seid ihr an der Stelle. Ihr könnt ja mal so von 1 bis 10 reinschreiben. Was haltet ihr von dem Kühlschrank? Bewertet das, woran ihr möchtet. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, wie ist euer Kühlschrank im Vergleich zu dem? Was würdet ihr besser machen? Also das hier, sowas hat garantiert jeder daheim, glaube ich. Oder wenn nicht, dann, ja, dann kann ich von euch noch was lernen. Also in diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich lieben gern ein Abo, einen Daumen und eine Glocke da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Würde uns mega freuen. Wenn ihr mehr über mich erfahren möchtet, könnt ihr gerne auf meinen Social Media Kanälen vorbeischauen, The Franklin. Ihr wisst Bescheid und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß beim Kühlschrank einräumen, aufräumen, umräumen, einkaufen, whatever. Over and out.